Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese Zapfenwürmchen gemeinsam, Schritt für Schritt. Wir fangen erstmal mit einem klassischen Würmchen an und dann geht's weiter. Das zeige ich jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Und wie man die Mütze macht, ohne zu häkeln, das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten fangen wir jetzt direkt an. Ich habe hier nur einen Kopf, ein bisschen Wolle und eine Häkelnadel. Und die Mütze besteht aus einem Stück Toilettenpapierrolle. Und das zeige ich euch und sage ich euch gleich noch alles. Dann legen wir direkt einmal los. Wir nehmen uns die Wolle und unsere Häkelnadel, lassen den Anfangsfaden jetzt ein bisschen länger, legen uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal. Jetzt häkeln wir zuerst die Schlaufe und dafür machen wir jetzt erstmal 45 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 und 45. So, das ist unsere Schlaufe jetzt. Die verbinden wir hier mit der ersten Masche, also in die erste hier einmal reinstechen. Dann holen wir den Faden, ziehen einmal durch beide Seiten. Das ist schon die Schlaufe. Und jetzt machen wir den Körper. Und dafür machen wir jetzt erstmal 35 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 und 35. So, und damit sich das jetzt dreht, machen wir jetzt in jede Masche drei Stäbchen. Wir fangen aber erstmal an, dass wir uns den Faden nehmen. Nicht in die erste, nicht in die zweite, sondern in die dritte hier reinstechen. Den Faden von hinten nach vorne rausholen. Faden nehmen durch die ersten beiden Schlaufen, Faden nehmen durch die letzten beiden Schlaufen. Dann wieder die Wolle nehmen, in dieselbe Masche rein. Faden nehmen durch die ersten beiden Schlaufen, durch die letzten beiden Schlaufen. Wieder Faden nehmen, in dieselbe Masche, durch die ersten beiden Schlaufen und durch die letzten beiden Schlaufen. Und jetzt machen wir das die ganze Reihe, ohne etwas zu überspringen. Immer drei Stäbchen in jede Masche. Eins, zwei und drei. Und wieder ein Stäbchen in die nächste Masche. Eins, zwei und drei. Also immer drei Stäbchen in jede Masche, dann fängt es an, sich von alleine zu drehen. Wenn wir am Ende angekommen sind, machen wir wieder weiter. So, am Ende angekommen, machen wir hier in die letzte Masche zwei halbe Stäbchen. Also Faden nehmen, durchstechen und dann einfach durch alle drei Schlaufen durch. Faden nehmen, in dieselbe Masche rein und durch alle durch. Und dann noch einmal durchstechen, Faden holen und eine Kettmasche machen. So, jetzt drehen wir uns das so. Jetzt fangen wir an, dieses Zapfenmuster zu machen. Dafür machen wir drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei. Faden nehmen und in die nächste Masche wieder drei Stäbchen. Eins,
2 und 3. Dann in die nächste Masche rein, Faden nehmen und eine Kettmasche machen. Jetzt wieder 3 Luftmaschen, 1, 2 und 3. Faden nehmen, in die nächste Masche 3 Stäbchen rein, 1, 2 und 3. Dann in die nächste Masche reinstechen, Faden von hinten nach vorne raus und eine Kettmasche machen. Man sieht hier schon, da entstehen unsere Zapfenmuster. Jetzt wieder 3 Luftmaschen. Faden nehmen in die nächste Masche und 3 Stäbchen, 2 und 3, dann in die nächste eine Kettmasche, wieder 3 Luftmaschen, dann 3 Stäbchen in die nächste Masche, 1, 2, und 3 und in die nächste Masche eine Kettmasche. Und das machen wir jetzt auch bis zum Ende. Dann drehen wir das noch richtig ein, machen das mit dem Kopf und der Mütze noch gemeinsam. Und ich erzähle euch da auch noch mal die Tipps und Tricks. Drei Stäbchen, eine Kettmasche, 3 Luftmaschen, in die nächste 3 Stäbchen, 1 Kettmasche. Bei dem Würmchen hier habe ich einen dünneren Faden benutzt. Und da habe ich immer 4 Stäbchen in eine Masche gemacht und 4 Luftmaschen. Da könnt ihr euch gerne ausprobieren. Und dann zeige ich euch, wie wir uns das drehen. Dann vernähen wir das, damit das nicht so wabbelig nachher ist. Und machen das mit dem Kopf und der Mütze nochmal. Ich spule jetzt das bis zum Ende nochmal schneller. Also 3 Luftmaschen, dann 3 Stäbchen und eine Kettmasche und das bis zum Ende der Reihe. So, wir nähern uns dem Ende. Wir machen hier den Rest nochmal gemeinsam. Und das ist halt immer das Gleiche, die ganze Reihe. So, dann machen wir hier noch eine Kettmasche und das war's. Dann schneiden wir unseren Faden einmal ab. So, wir ziehen es raus und ziehen einmal fest. Ich habe bei der zum Beispiel hier einfach so kleine Perlen hier noch so dran geknotet. Ihr könnt natürlich ein Schal noch machen, Haare machen, verschiedene Perlen hier drauf nähen, wie ihr möchtet. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. So, hier ist die Schlaufe und jetzt müssen wir das erstmal zurechtdrehen. Und da fangen wir hier unten einmal an, dass wir uns das einmal komplett einmal zurechtdrehen. Und dann müssen wir das am Ende nochmal unten etwas fester drehen, damit diese Zapfenform halt auch zur Geltung kommt.
So, das ist jetzt erstmal so locker. Jetzt machen wir das hier nochmal ein bisschen fester, dann wird das ein bisschen länger und ein bisschen dünner. So. Und hier jetzt beim unteren Teil drehe ich die letzten hier so ein bisschen fester. Dann entsteht nämlich so eine Zapfenform. Dann könnt ihr das wieder ein bisschen auflockern, so wie ihr die Form haben möchtet. So, ich lasse die jetzt so. Dann nehmen wir uns einmal eine Vernähnadel für das obere hier. So. Und damit das nicht so auseinander geht, gehen wir hier oben einmal hier rein und stechen hier einmal so an der Seite in jeder Reihe einmal durch, bis wir unten ankommen. So, unten angekommen, ziehen wir einmal raus. Und jetzt ist das schön fest und die unteren beiden können wir jetzt verknoten. Ich ziehe nicht ganz so fest, aber auch nicht ganz locker. Und dann mache ich hier so zwei Knoten rein. Ihr könnt jetzt auch an die Fäden hier Perlen anhängen oder was auch immer. Ich schneide die Fäden jetzt erstmal hier ab. So. Dann nehmen wir uns unseren Kopf. Eine Holzperle und da gehe ich mit der Häkelnadel rein, nehme die Schlaufe und ziehe sie einmal hier durch. So, der Kopf ist schon mal da dran. Dann mache ich hier oben noch einen Knoten rein. So, Knoten ist auch fertig und die Mütze habe ich auch schon fertig gemacht. Wie gesagt, das ganze Video ist verlinkt und auch wenn ihr das klassische Glückswürmchen ausführlicher haben möchtet, das habe ich auch auf meinem Kanal und das verlinke ich euch auch unter dem Video. Bei der Mütze gehe ich jetzt einfach mit der Häkelnadel hier rein und hole wieder die Schlaufe. Ziehe die einmal durch und setze die Mütze einmal hier fest. Ich habe die Mütze an der Holzkugel abgemessen und da mit der Toilettenpapierrolle die Größe gemacht. Und so ist auch schon unser Zapfenwürmchen fertig. Der ist wirklich wunderschön. Im Moment gefallen die mir viel besser als die normalen Glückswürmchen. Und da könnt ihr euch auch mit der Wolle und der Farbe komplett austoben. Es gibt verschiedene Mützen natürlich, aber ich finde die halt super einfach, super schnell und süß. Das geht innerhalb von ein paar Minuten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt schön mitgehäkelt. Eure Exemplare würden mich natürlich auch interessieren. Das könnt ihr mir gerne bei Instagram zuschicken, wenn ihr möchtet. Und unter dem Video befindet sich auch ein Thanks-Button. Da könntet ihr mich auch unterstützen und teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video. Bis dahin!